Leute. Er ist wieder im Hotel Tour. In diesem Hotel. Für mich ist das wieder ein Hotel Tour. Ja, Leute, das Problem, ich habe nur 10 Minuten. Ich schlafe nicht länger. Sonst kann ich nicht. So, ich würde sagen, nur einen Teil filmen. Ich darf nicht zwei Teile filmen. Es tut mir wirklich leid. Also, ich habe mich entschieden, dass diese Seite filmen. Hier ist die Rezeption. Und ich will nur diesen Teil, den anderen Teil mal gucken, ob es in Zeit ist. Ich sag euch mal erst ein Erdgeschoss, was hier noch so gibt. Die Aufzüge habe ich schon alle komplett gefilmt. Komplett. Dieser Aufzug ist wieder repariert. Aber ich habe die Mitsubishi Aufzugfirma nicht gefragt, ob ich in der Schacht mit dem fahren darf. Leider nicht gefragt. Und hier ist ein voller Aufzug. Ja, also wir gucken mir erstmal ein bisschen hier, was hier gibt. Und dann sehen wir uns also mit einem. Also erstmal das Erdgeschoss. Also hier so. Also als erstes zeige ich euch mal diese Seite hier. Und dann die andere Seite und dann die andere Seite und so weiter. Ich glaube, diese Seite braucht ungefähr 2 Minuten oder 3 Minuten. Und ich werde gleich diesen Teil filmen. Vielleicht das beim nächsten Mal kann ich den anderen Teil filmen. Wenn überhaupt noch da ist. Ja, dann halt die andere Seite sieht sowieso gleich aus. Kein bis nichts Besonderes. Alles gleich. Aufzüge sind gleich. Auch von Mitsubishi. Alle Mitsubishi-Aufzüge gibt es hier. Kein Kone, kein Shinglark, nur Mitsubishi. Hallo. Egal, ich habe nicht so viel Zeit. Naja, ich wollte ja leider die Frau gerade fragen im Zimmer. Naja, ich habe nicht so viel Zeit, leider. Ja. Dieses hier ist Erdgeschoss Surfer 17. Ich bin Surfer 13. Also 1218, 1219 und so weiter. 2020. Lass mir das zeigen. Und hinten geht es auch ein. Da geht das nur zu diesem Bettwischen und so. Jetzt zeige ich das Untergeschoss und dann zum zweiten Stock und dann Ende. So habe ich es gedacht. Dieses Hotel ist sehr schön. Ich glaube, es ist auch teuer, kostet es auch, glaube ich. Hätte ja keine die Show im Rum. No, it's another guest room. Der von YouTubers. I like Show in Rum. So this room, I like see. Because the another guest is inside. Well, we cannot allow this. Sorry. That's a guest. Yes. No. Sorry. Bye. Ja, Leute, ich habe die Frau gefragt, ob ich das Zimmer zeigen kann, aber da schlafen leider nicht, weil die Gäste da schlafen. Deswegen wollen die nicht. Schade. Naja, da bist du halt. Ihr könnt ja das Bild sehen von diesem Hotel. Ich kann, wie das Hotel heißt, muss auch aufschreiben. Ich habe alle Pole Hotels. Alles. Ich bin nicht mit Pesuri, sondern ab Rode. Hier so oder sowas. Keine Ahnung. Ja, Leute, jetzt zeige ich mal, als erstes zeige ich den Untergeschoss und dann den zweiten Stock. Also hier ist der Erdgeschoss oben, ist der erste Stock, aber hier schon L2 und als ganz unten ist L0, also nur B0. Also es gibt mir einen 3-Kant-Schlüssel, 4-Kant-Schlüssel. Jetzt habe ich eigentlich das Innere, es geht nur bei S-Bahn, diesen Sound. Echt schönes Hotel, ist sehr historisch. Aber warum steht die Baujahr bei Mitsubishi nicht? Wieso? Wieso steht kein Baujahr bei Mitsubishi? So Leute, da drin ist das Treppenhaus, ist ein bisschen langweilig. Da gibt es nichts Besonderes, da gibt es keine Aufzüge, das wäre schade, oder? So, jetzt fahren wir mit den Aufzügen zum 01. Sind noch 4 Minuten, also noch 6 Minuten zu filmen. Ich darf nicht auf keinen Fall verspäten, auf keinen Fall. Sonst fahren die mich ohne mich. Also mein Papa und meine Freunde
Alle warten auf mich. Wir nehmen den Aufzügen. Die Aufzüge sind nämlich hier. Hallo. Jetzt fahren wir runter zum Untergeschoss. Untergeschoss. Hier sind die Mitsubishi-Aufzüge. Die Aufzüge habt ihr. Ja, zu E1 müssen wir. In diesem Schein habe ich schon aufgehört, da kann man auch gut hören. Aber wenn ich von oben von der Schacht ist, aber sowieso nicht. Ich will ein bisschen Express machen. Ein bisschen schneller. Aber was ich euch noch den Oberschuss zeigen kann. Ah, scheiße, wo geht's im Hotelzimmer? Ein bisschen Express. Ein bisschen schneller. Also hier ist es. Also hier sind die Restaurants. Ach so. Ich dachte, ich zeige euch mal erstmal hier. Schon mal ein Restaurant. Kein Zimmer. Jetzt zeige ich euch mal ein zweites Obergeschoss. Also erstes Obergeschoss. Also oben meine ich. Aber ich kann euch leider nicht mehr zeigen. Sonst habe ich keine Zeit mehr. Autsch. Ah. Ist jetzt ein bisschen gedrückt. E3. Mein liebes Mitsubishi. Ich mag gerne Mitsubishi. Ich glaube, Mitsubishi kommt aus Japan. Oder sowas. Ich weiß es nicht. Ja, Mitsubishi kommt aus China. Oder Japan. Ich weiß es nicht mehr. Bisschen Express. Dieser Raum zeige ich euch gleich dann. Bisschen Express für diese Verabschiedung dauert ungefähr 1 Minute, 2 Minuten. Bisschen Express. Bisschen schneller. Aber nicht so schnell, dass nicht so wackelig. Sonst könnt ihr nicht sehen von was. Das Ding ist sehr lang. Aber es ist ein bisschen wackelig. Naja. Ich kann es gerade ein bisschen schneller laufen. Also das ist 1317, 1318, 1319, 1320. Hier ist der Ausgang. Ganz normale Treppe. Jetzt gehen wir wieder zurück. Ich habe noch Untergeschoss. Oh Scheiße, schon was? 8 Minuten. Aber jetzt weiß ich, ob ich wirklich rennen. Ihr habt es ja schon gesehen. Das. Ja, zum Glück ist es nicht so lang. Es ist genauso lang wie im L2. Autsch, meine Beine tun ein bisschen weh. Geht ja mal aus dem Mund, erst aus dem Raum. So viel vor uns Ende. So guck, das Ende. Jetzt mach ich mal Schluss. Ich gehe schnell zum Ausgang. Mit dem Aufzug. Mit dem Mitsubishi. Ich glaube, Mitsubishi kommt aus Japan. Denke ich. Das nächste Aufzug gibt es kein Mitsubishi. Auch Japan. Japanischer Aufzug. Glaube ich. Hoffentlich. Ich habe recht. Aber schreibt bitte in den Kommentar, damit ich weiß, welcher Meister, wo er kommt. Der Aufzug ist rebelliert. Hoffentlich bleibt nicht stecken. Dieser Aufzug wurde rebelliert. Jetzt wollen wir ein bisschen zum L2. Der kann sein. Ey, der ist auch, hätte den Aufzeichniker sagen sollen. Soll jetzt repariert werden. Ja, hat schon Schein, aber mal. Ja. Ja, Leute, jetzt mach ich mal Schluss. Ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Diese Hotel-Tour.
Aber jetzt mal Schluss. Ja Leute, die Sache kann ich jetzt nicht mehr filmen. Ja Leute, jetzt sag ich mal Schluss. Dann vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte dieses Video liken, okay? Also wenn euch das gefallen hat, wenn ihr ein schönes Hotel wäre, dann könnt ihr gerne herkommen und zu übernachten. Mega Nächte oder sowas. Ja Leute, das war die Sache, kann ich nicht mehr filmen, diese Seite. Dann ciao Leute. Bleibt gesund, ihr Elevator-Fan.